Wissen Sie noch, Lampedusa, vor einem Jahr über 360 Ertrunkene. Ja, da waren alle geschockt. Der Papst hat gesagt, es ist eine Schande. Und wenn es etwas gibt, womit sich die katholische Kirche auskennt, dann damit. Nee, die Italiener haben ihre Aktion Mare Nostrum gestartet und mit ihrer Marine 150.000 Menschen aus dem Wasser gefischt. Und ganz Europa war dankbar und stolz, dass Italien das alles bezahlt hat. Jetzt wollte Italien nicht mehr oder konnte nicht mehr bezahlen, hat in Europa rumgefragt, könnt ihr uns ein bisschen helfen? Hat sich keiner gemeldet. Nur Deutschland hat gesagt, ja, ja, wir würden schon, aber wir wollen nicht. Und dann hat Italien Mare Nostrum eingestellt. Europa hat gesagt, kein Problem, wir machen eine eigene Aktion mit unseren eigenen Grenzschützern von Frontex. Wir machen es mit weniger Ehrgeiz, weniger Booten, dafür mit viel weniger Geld. Und wie benennt man eine Aktion, bei der es von allem weniger gibt? Genau, Frontex Plus. Hat auch einen anderen Namen, Triton, aber ich finde Frontex Plus besser, weil Frontex Plus hat sowas von Always Ultra. Na, verstehen Sie, bisschen unbequem, aber zum Abdichten reicht's. Weil das ist der Zweck von Frontex Plus. Abdichten, die Seelinie. Das hat unser Innenminister de Maizière hat das auch noch mal bestätigt. Er sagt, ja, Hauptzweck davon ist die Grenzkontrolle. Hat mir ihn gefragt, sagen wir mal, also wirklich jetzt hier, ist der Hauptzweck nicht so ein paar Flüchtlinge aus Seenot zu retten? Dann hat das deutsche Innenministerium gesagt, nein, dafür hätte Frontex Plus weder das Mandat noch die Ressourcen. Verstehen Sie? Flüchtlinge vom Ertrinken retten, das ist jetzt zu teuer. Italien hat gesagt, sie haben 114 Millionen bezahlt für Mare Nostrum in einem Jahr. 150.000 Menschen haben die damit gerettet. 150.000 Menschen. Ich rechne so ungern Menschenleben hoch, aber bei Geretteten machen wir mal eine Ausnahme. 114 Millionen geteilt durch 150.000 gerettete Menschen macht, ich habe das schon mal für Sie vorbereitet, 760 Euro pro Menschenleben. Das ist zu teuer. Das ist in Europa, einem der reichsten Kontinente der Erde, zu teuer. Und 114 Millionen sind nicht aufzutreiben in einem EU-Haushalt, der immerhin 115 Milliarden beinhaltet. Wissen Sie was, ich habe mal nachgeschaut. Das Europäische Parlament macht jeden Monat einen Ausflug. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, da ziehen alle Abgeordneten von Brüssel nach Straßburg mitsamt ihren Akten für eine Sitzungswoche. Ist ein Symbol für irgendwas, hat schon jeder vergessen, wofür. Ist einer der größten Wanderzirkusse der Welt. Und der Europäische Rechnungshof hat das mal berechnet, was das alles kostet im Jahr. Und jetzt halten Sie sich fest, 114 Millionen Euro im Jahr. Verstehen Sie, das sind unsere europäischen Werte. Wir schicken Abgeordnete mit Lastwagen und Zügen durch Europa, aber Boote schicken, wenn Kinder ertrinken, das ist unbezahlbar. Liebe Spiegelredaktion, wir waren nicht immer einer Meinung in letzter Zeit. Aber es wäre doch mal Zeit für ein neues Cover. Nur mal als Vorschlag vielleicht. Oder ist das zu polemisch?